Eine ganze Zeit lang. Dann ging das so nur auf 50, 40 so und dann 35 und ja, dann wurde ich weggenommen. Also war es gar nicht so plötzlich? Ich würde es nicht als plötzlich bezeichnen. What the fuck, dann hat er das nicht aktualisiert. Aber warum? Ich dachte die ganze Zeit, oh, voll awesome Skill, krieg überhaupt kein Damage. Ich hab nur meine billigsten Heals eingesetzt. Da auf einmal plöpp war er weg. Oh, meine Flamme ist angefangen. Jo, da müssen wir mal kurz Video unterbrechen und Gladius inszenieren. Kann ich nicht mehr essen. Ich muss Ja, totally. So, Gladius aktiviert. So. Meinst, da kommst du jetzt vor, als hättest du das schon gesagt. Einfach eintragen. Nee, Kosche, ich glaube, wenn du es jetzt einmal so einträgst, passiert was anderes, als letztes Mal passiert ist, als du es einmal eingetragen hast. Nee, ich meine, es geht mit, weil Gladius diesen Testbildschirm immer noch hat, weißt du? Ja, bei mir auch. Ich glaube, der geht erst weg, wenn man in der Arena ist wieder. Also, ne, wenn man einmal, wenn einmal Gladius gebraucht wurde. Ich glaub, der geht weg, wenn man einmal reloaded hat. Ist egal, jetzt sind wir ja drin, ne? Hast du jetzt deinen Hotkey für Entwaffnen? Ach Quatsch. Och Mann, mein Numlock geht immer wieder aus. Und jetzt geht er nicht mehr an. So, jetzt wieder an. Oh, das wäre der Tod. So. Geht schon. Ne. Ich schau nochmal, ob hier bald wieder auf höchsten Aktualisierungsstufe stehen. Ja. Mann, nachdem ich letztes Mal so super schnell umgegangen bin, also unabhängig davon, warum, hab ich leider ein bisschen Angst, dass ich keinen Down kriege, bevor ich sterbe. Aber ich sag mal so, ich muss einen töten, dann habe ich meine Sache getan. Gemein! Du hast dafür viel mehr Zeit einzunehmen. Oh Mann. Oh mein Mann. Okay, der Shack. Gibt's diese Saison nur shitty Arenen? Das ist der Gladius weg. So. Oh mein Skill, ich will ja nicht. Ich will ja gar nicht. Will ja nicht. Komm, jetzt solche Sachen wie Hand der Freiheit und so, das krieg ich jetzt gar nicht hin. So, das da, okay. Das, okay. Das, was da? Heiliges Licht, ja genau. Oh, diese Kombi. Hast du nochmal was? Soll ich nochmal was sagen? Carsten? Okay. Nice. Waffen hast du, nice. Aura hast du, nice. Kann ja nichts mehr schief gehen. Boah, Schamane und was ist das für ein Retripan? Ah, verloren. Ich gehe da auseinander. Ich gehe auf den Schamanen übrigens. Ja, bleib unbedingt in meiner Range. Dann kann uns ja gar nichts passieren. Guck mal, das sind solche Leute, die nuken wir doch im Battleground einfach. Einfach blöd weg. Ja, und das soll jetzt auch so sein. Ich habe mehr HP als der. Ich gehe runter.
4 ja alles, was man so vieren kann. Ich komme runter zu dir. Ne, das ist der Gegner. Aber du bist ja mehr dran, das ist gut. Oh, mein Sprint. Tschüss, ihr Treffer. Bubble gekriegt, fuck. Gutes Zeichen. Ihre Cooldowns sind irgendwann weg. Und dann sind unsere immer noch da. Shit, was seid ihr denn? Unter der Brücke. Stunning? Hab ihn gestunnen? Ich bin selber gestunnen. Ist nochmal gestunt. Waren 4 benutzt. Aber der hat irgendwas hat ihn dann geheilt. Ich weiß gar nicht, ob es in meiner Runde geht. Ich muss auf gar nicht. Es tut mir voll leid. Gestunt. Silence. Hast du unterbrochen? Jo. Wir haben doch viel Skill. Mein Gott. Alles klar?
Ja, ist glaube ich wieder alles okay. Das wäre alles gegangen. Ich muss an ihm dran sein, damit ich ihn dir das mal auszahlen kann. Das hat ihn schon mal viel mehr unter Druck. Und hast du eigentlich dein 4 eingesetzt? Jo. Siehst du, wenn ich dann mit dran bin, dann kannst du 4 einsetzen und beide sind weg und der macht auch kein Damage an mir. Obwohl, war. Ich hatte es schon mal. Ah, der Schamane konnte mich nicht kalten, finde ich gut. Ich habe zwar allerdings auch kein Damage gemacht. Ja, so viel wie der Retri, Junge. Andere sind kein Vergleich für mich. Entweder ich habe Damage gemacht und der Healer liegt im Dreck, oder ich habe keinen Damage gemacht. Dann hast du kein Damage gemacht. Siehst du? Über den Bäumen. Bis jetzt einmal rum. Mhm. Ja. Oh, es geht los. Jo. Hallo? Ja? Jo. Ich hab Hallo gesagt. So, ja. Kein Fahrstuhl mehr, falls du das meinst. Ja, yeah, excuse me, Insider. War der so imbalanced? Fand ich nicht. Der war halt buggy, ne? Teilweise scheinbar. Oh, guck mal, den Spaß spawnen die Gegner. Wink doch mal, hallo. Knock, knock, hello. Hey, guys. It's me. It's me. Abraham Lincoln. Ach, Mann. 20 bis, wie sehe ich nicht? Rogues, oder Stuff, Unicorns. Mage. Sis. 1, 2, Mage. Das andere ist ein Feral übrigens. Was nukst du? Du kannst ruhig ein Mage kann ich nicht dranbleiben. Ich gehe hier. Nice, ich habe den Frost dann hier weggemacht. Ich gehe auf den Feral. Nochmal gestunt. Feral down. Here we go.
Spell, ne? Ich glaube, ich weiß nicht warum. Du nimmst dann. Mhm. Ich dispel mich dadurch. Aber es bleibt immer noch was übrig. Ich sag das nur auch, weil er da sein extra Damage immer kriegt. Ja. Mach ich das an der Freiheit schütze mich davor? Oh ja, kann man nicht mal so eine ganze Immunität dagegen kriegen? Och. Schlechter. Hm. Oh, ja. Dass sie im Stun blinzeln können, ne? Oh. Aber ist okay. Hau da lieber ab. Ein Stück weit mehr Damage gemacht. Er hat gewonnen. Mhm. Ach. Surprise, surprise. Also denke ich mir manchmal, weißt du, so eine Combo, holy match, ne? Nee, mal nur so als Gedankenspiel. Darf ich trotzdem kurz einmal was sagen? Ja. Fick dich. Okay, kannst weitermachen. Nee, ich meine nur, weil Mage hat ja eigentlich vielleicht sogar eine beste Survivability. Aber ganz von ausgehen, ja. Er wird doch nicht gekitet. Aber ich weiß nicht, ob er unter allen Umständen auch mehr Damage macht. Ist fraglich, ne? Wahrscheinlich macht er halt nur gegen Melees so viel mehr Damage. Ich glaube auch nicht, dass der Mage mit einem Healer zusammen den Schaden in den richtigen Situationen fährt. Einfach nur Overall, weißt du? Ja, das kann man. Deswegen fehlt man Mage so gut wie immer mit einem anderen DPS zusammen, weil da ist es sein Damage ja ziemlich krass gut angebracht. Nein, ich hab's weggemacht, doch. Was hast du weg? Meine Absorbationsszene. Hm. Ich wollte wissen, wie viel es macht. Mal rechtsklick drauf, flups, ey. Oh man. Oh, 305 Eroberungspunkte. Hey. Weißt du, der Witz ist ja jetzt, ne? Weil wir ja die 1650er sollen alle schon haben. Können wir uns jetzt jede Woche von Eroberungspunkten teilkaufen? Ja, wenn wir genug Rating haben, auch mehr. Ja. Ich glaube, es geht viermal bei mir und dann habe ich immer noch genug, um auf eine Waffe zu sparen. Kurz rein, 1, 2, 3, 4. Passt alles genau. Kriegst du uns wieder Arena? Gleich, bin bei 38k Absorption. Okay, 38.333. Das ist höchste. Drittel deiner AP, oder wie? Jo. Okay, Entschuldigung. Ich fand deine Methode auch gut, das war alles zu viel. Hätte ich das gemacht, hättest du mich so geflammt, wie ineffizient das wäre. So, der Mage war ziemlich tricky. Ja? Immer als Spell Reflect angemacht habe,
hat er sich gehütet, Frostnova einzusetzen. Ne? Das war wahrscheinlich nur selektive Wahrnehmung. Wir haben einfach gar nicht gemerkt, durch Zufall. Koja, I totally know what I'm doing. Es wird schon kein Zufall gewesen sein. Seriously. Wir haben ja auch gegen High-Rated Team gespielt. Ja, ja. Na, das stimmt natürlich. Oh Mann. Sag mal, hast du eigentlich nicht einen Buff? Ja, meinen Stärke-Buff. Ah, den machst du auch immer. Den mache ich kurz bevor Arena anfängt und refresh den im Kampf. Der hält 4 Minuten und ich krieg Wut dafür. Der also werde ich den nicht so weg. So, wenn wir Wokes haben, ne? Soll ich dann Aura der Vergeltung oder Aura der Hingabe machen? Hingabe bringt, glaube ich, nichts. Also ein bisschen was schon. Aber wir haben schon so hohe Rüstungswerte, weißt du? Das wissen wir da nicht mehr so viel Effekt drauf haben. Fürchte ich. 10% weniger Damage. Die meisten Rogues nehmen sowieso Gift, besonders gegen uns. Also. Besonders gegen uns, weil die uns erkennen. Nein, weil wir beide Plätze tragen. Also du willst. Ich weiß, du hörst nicht gern, aber ich werde da jetzt auch einen Priest chargen. Bin gefiert. Den Waffen. Ungestunt. Boah, das ist ein Shadow. Up, down. Boah, jetzt hast du früh gemacht, dann ne? Wäre er nicht down gegangen. Nice timing. Warum wäre er denn nicht down gegangen? Weil ich keinen Damage machen kann in dem Ding. Doch, ich glaube schon. Nein, kann ich nicht. Bist du sicher? Ja. Nee. Doch. Was sind das alles Diamanten? Ach, tschüss. Hier hast du aber gescheatet. Jetzt hast du aber hier gescheatet. Ich bin gestorben wegen dieser scheiß Lava-Aktion da. Ich bin ständig reingefallen und alles kaputt. Was ist kaputt? Ja, das Werkzeug, wenn du den Lava fällst, kommt es ja nicht zurück. Na, siehst du, so kannst du wenigstens unendlich viele Sachen bauen. Siehst du? Ja. So. Cheaten ist auch manchmal gut. Das stimmt nicht, genau. So, DPS, DPS, ich sehe schon, ist wieder überhaupt kein Problem, aber Healer DPS. Wir müssen ein neues Wort einführen, wenn ich Tollwut sage. Ich glaube, scheiße. Nee, Tollkühnheit. Ich nenne es aber Tollwut, okay? Dann kriege ich 20% mehr Damage. Also, ich kriege 20% mehr Damage in meine Fresse. Aber ich mache 50% höhere Crit-Chance. Ah, da weißt du Bescheid. Ich werde das doch nicht in dummen Situationen lassen. Ruf bei der Fraktion Gilda zum 370 verbessert. Lol. Nur weil wir einen Kampf gemacht haben? Dafür, weil wir einen Kampf gewonnen haben. Dafür kriegt man Gildings? Ja. Warum habe ich dann bei meiner eigenen Gilde so einen schlechten Ruf? Weil wir keine Kämpfe gewonnen haben. Weißt du? Hey, bestimmt haben die dann meinen Ruf wieder weggemacht. Ja. Ja, selber blöd. Mein Bauch raupelt ein bisschen. Ja, raupelt, ja. Ach ja. Ach. Nicht müde sein. Bin ich müde. Okay. Oh. Du bin ich unverschämt, ja. Ich hab gegähnt. Ja. Jetzt schwimmen wir es an bei mir. Ach. Was ist das hier?